Sehr geehrte Hohe Geistlichkeit, liebe Frau Burkhardt, sehr geehrter Herr Wieser, liebe Herren Bürgermeister Antwerpen und Schweighofer, lieber Landratsstellvertreter, lieber Kollege aus dem Bayerischen Landtag, meine sehr geehrten Damen und Herren des Stadtrates, aber natürlich meine sehr geehrten Damen und Herren Besucher. Für mich als praktizierende Katholikin ist es wirklich eine große Ehre, dass ich heute hier sein darf, hier bei Ihnen, um diesen wunderschönen Altöttinger Klostermarkt mit eröffnen zu dürfen. Und ja, wir können sicher sein, nicht nur weil dieser Klostermarkt eine herausragende Tradition hat, sondern weil Klöster nicht nur in Bayern, sondern auf der ganzen Welt unmittelbar etwas natürlich nicht nur Religiöses, sondern etwas auch mit Bildung zu tun haben, aber natürlich auch vordringlich mit der Landwirtschaft. Und deswegen ist es nochmal ein herausragender Aspekt, über den ich mich sehr, sehr freue, warum wir heute beieinander sind und genau die Einladung auch an mich gegangen ist. Und ich möchte dir, lieber Dr. Huber, lieber Martin, danken. Du hast mir ja das Schreiben vom Herrn Wieser weitergegeben, hast gesagt, also da darf man nicht fehlen. Als praktizierende Katholikin muss man da kommen, man muss ihn eröffnen. Und somit quasi war ja die Zusage schon manifestiert. Ich konnte ja gar nicht mehr absagen. Sehr, sehr gerne mache ich das von ganzem Herzen und vielen, vielen Dank. Vergelt's Gott, wie man bei uns in Oberbayern sagt, möchte ich dafür sagen. Märkte sind ja Plätze der Begegnung, wie wir sehen. Ich sehe so viele Menschen und ich kann Ihnen gar nicht sagen, ich glaube, uns geht es beiden so. Das ist jetzt nach Corona oder nach den strengen Maßnahmen die erste große Veranstaltung mit so vielen Menschen. Und wenn man Menschen mag, dann gibt es ja nichts Schöneres als die persönliche Begegnung. Und ich freue mich für Sie, dass wir es geschafft haben, nicht nur jetzt lockere Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern dass genau dieser Klostermarkt jetzt hier in Altötting also auf den Punkt eröffnet wird, bei bestem Wetter. Und ich denke, das hebt auch ein Stück weit die Laune der Menschen. Es geht uns allen gleich viel besser bei Sonne, guten Gesprächen, freundlichen Begegnungen, einem Lächeln und dann natürlich einem herausragenden Markt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin überhaupt kein Freund von Zitaten. Aber es gibt ein Zitat, das hat Papst Benedikt 2011 vor dem Deutschen Bundestag mal getätigt. Papst Benedikt hat gesagt, die Bedeutung der Ökologie ist inzwischen unbestritten. Wir müssen auf die Sprache der Natur hören und entsprechend auch antworten. Und ich glaube ganz fest, dass es sehr gut zu den Herausforderungen dieser Zeit passt, die wir alle miteinander stemmen und meistern müssen. Ein einfach weiter so kann es unmöglich geben. Und das gilt für viele Lebensbereiche, aber auch ganz besonders für den Lebensbereich, wenn es darum geht, was kaufen wir ein, was essen wir und wie wir uns darauf besinnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, oft geht es leider nach dem Grundsatz alles zu jeder Zeit und vor allem Hauptsache billig. Und ich finde, gerade was den Lebensmitteleinkauf anbelangt, sollten wir das Ganze überdenken. Als Verbraucher können wir jeden Tag, wirklich jeden Tag zwischen allen Nahrungsmitteln der Welt entscheiden. Aber muss das wirklich ganzjährig sein? Muss es sein, dass man im Dezember an Weihnachten Erdbeeren isst? Das, glaube ich, muss nicht sein. Und wir sehen, es ist tagtäglich alles verfügbar. Auch das, glaube ich, schmälert den Wert, eigentlich die Vorfreude auf etwas Gutes. Und hinzu kommt auch noch, dass jeder von uns, und da glaube ich, nimmt sich niemand aus, jeder von uns will für gute Arbeit auch eine anständige und vor allem eine faire Entlohnung haben. Und genau das kommt mir mit Verlaub oft zu kurz. Und genau die Berufsgruppe möchte ich auch erwähnen. Gerade unsere Bäuerinnen und Bauern in Bayern, aber auch überall auf der Welt, müssen wirklich verdammt hart arbeiten. Aber die Entlohnung für Fleisch- und Milchprodukte, die ist nicht angemessen. Bedauerlicherweise wird vieles zum Spottpreis tatsächlich in Discountern regelrecht verramscht. Und ganz zu schweigen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind die wirklich, wenn man sich die Produktionsbedingungen auch anschaut in den Entwicklungsländern,
dann müssen wir umsteuern zu mehr Fairness, zu einem großen Miteinander, zu einer Regionalität und vor allem auch, dass wir dem Ganzen ein Gesicht geben. Und sind wir ganz ehrlich, wir haben vorhin im Vorgespräch schon uns darüber unterhalten, Corona, es ist eine große Krise, eine weltweite Pandemie, hat uns schon ein Stück weit zurückgeführt, dass man darüber nachdenkt, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie wurden sie produziert und was wollen wir tatsächlich unserer Heimat antun. Und es ist kein Trend mehr. Es verändert sich tatsächlich, die Bewusstseinsbildung verändert sich. Man schaut genau, was esse ich denn heute, wo kommt es her, das habe ich schon gesagt. Aber ganz entscheidend ist, dass sich dieses Konsumverhalten mit Corona ein großes Stück auch verändert hat. Wir haben eigens ein Gutachten geschrieben, in dem steht, 74% der Menschen möchte mehr Regionalität, mehr Saisonalität auch wirklich leben. Und ich denke, gerade die Klöster mit ihrer Landwirtschaft stehen da für eine ganz herausragende Wertschätzung, aber auch Wertschöpfung und damit auch für Qualität, für Frische, für Transparenz, für kurze Wege und ganz genau auch oft im ländlichen Raum. Ich glaube, ich möchte an dieser Stelle einfach nur eine ganz, ganz große Bitte an die vielen Verbraucherinnen und Verbraucher richten. Bitte machen Sie sich selber schlau, übernehmen Sie tatsächlich Verantwortung mit Ihrem eigenen Geldbeutel. Sie können jeden Tag entscheiden, für was Sie Ihr Geld ausgeben. Und auch ganz klar mit Bedacht, jeden Euro, den Sie ausgeben und für ein regionales, ein ökologisches Produkt auch verwenden wollen, Ihnen kann bewusst sein, dass Sie ein Stück weit auch das Ganze mitsteuern, wie unsere Heimat in Zukunft ausschauen wird. Und hier auf dem Klostermarkt sehen Sie eben zu jedem Produkt auch ein Gesicht. Jedes Gesicht schreibt zu dem Produkt wiederum eine eigene Geschichte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Mehr als 30 Anbieter aus 5 europäischen Ländern zeigen uns heute eine wirklich herausragende Produktpalette. Und ja, sie kommen aus klösterlichen Gärten, Werkstätten, Bauernhöfen, aber auch Brauereien. Und wenn gerade kein Altöttinger Klostermarkt stattfindet, dann haben wir in Bayern tatsächlich eine Alternative. Wir haben viele Alternativen. Es gibt 9000 Direktvermarkter. Wir haben knapp 200 Bauernmärkte. Es gibt rund 250 Bauernhofgastronomen und die wirklich tatsächlich daran erinnern, wie Bayern in all seinen kulturellen Facetten der Genussmittel auch lebt und wirkt. Und nun freue ich mich natürlich mit Ihnen allen gemeinsam, diesen wunderbaren Klostermarkt auch eröffnen zu dürfen, ihn auch zu besichtigen. Und ich bin wirklich gespannt über die vielen Begegnungen mit den Vertretern der Klöster und der Ordensgemeinschaften sowie der kirchlichen Institutionen. Und zum Schluss darf ich allen, wirklich allen von ganzem Herzen ein großes Vergeltsgott aussprechen für die Leidenschaft. Liebe Frau Burkhardt, lieber Herr Wieser, es geht ja nicht nur über die Veranstalter, sondern es geht über die vielen Aussteller, die wirklich über einen langen Zeitraum auch produziert haben, um hier ordentlich verkaufen zu können. Aber genau diese Leidenschaft und dieses Engagement, eben Leib und Seele und den Geist zu verbinden, ist, glaube ich, eine herausragende Tat an der Gesellschaft. Und dafür danke ich Ihnen ganz persönlich, auch im Namen der Staatsregierung, für Ihr Engagement. Sie bringen nicht nur die Menschen zusammen, sondern Sie sorgen auch für das leibliche und seelische Wohl. Und ich glaube, das ist eine großartige Tat. Man sagt ja immer jeden Tag eine gute Tat. Sie haben offenbar ganz viele gute Taten verbunden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, alle, die so außen rumstehen, bitte spenden Sie doch den Organisatoren, aber auch den Ausstellern einen herzlichen Applaus. Und ich wünsche persönlich von Herzen Gottes Segen. Alles, alles Gute.